Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu der Roomtour meiner kleinen Tochter. Wir stehen hier gerade vor ihrer Zimmertür und wir haben gerade frisch aufgeräumt. Ein sehr seltener Moment bei uns, weil die Kleine immer alles ausräumt. Aber darum geht's gar nicht. Ich möchte euch heute das Zimmer zeigen und würde sagen, ich drehe euch einfach um und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, das hier ist ihre Zimmertür und hier geht es rein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Tada! Fangen wir an. Hier steht immer die Wickeltasche von uns. Die steht hier immer vollgepackt, falls wir schon mal schnell los müssen. Braucht man die einfach nur nehmen. Dann steht hier direkt ihr Kleiderschrank. Da oben ist ihr Babyfon drauf. Babygipsabdruck, aber das zeige ich euch gleich. Und hier ist natürlich die Tür. Und ich würde sagen, die Kleine spielt gerade. Wir fangen einfach hier auch direkt an. Das heißt, hier hinter der Tür direkt haben wir einmal ein Bild. Das haben wir geschenkt bekommen, das mit ihrem Sternbild, so wie es am Tag der Geburt war. Total schön. Und dann haben wir hier noch so ein Bild hängen mit ihren Daten. Das fand ich so schön hier mit diesen gehäkelten. Das musste ich einfach haben. Genau. Ich weiß leider nicht mehr, woher ich das habe, sonst hätte ich euch das verlinkt, aber ich weiß es leider echt nicht mehr. So, dann geht's hier weiter. Das hier ist ihr Bettbereich und das ist so das Schönste, finde ich, im ganzen Zimmer. Also ich liebe diesen Anblick. Genau, wir haben hier ein Babyzimmer komplett von Paidy. Das haben wir neu gekauft. Das ist hier in Weiß und dann mit so einem Holz hier. Und genau, das haben wir damals gekauft mit passendem Wickeltisch und Schrank, seht ihr ja gleich. Hallo! Gar nicht so einfach mit Baby. So, also das hier ist ihr Bett. Hier steht noch ein kleiner Türstopper. Den habe ich beim dänischen Bettenlager gekauft. Fand ich so süß, so ein Igel. Der ist auch ordentlich schwer. Der steht immer hier, damit die Tür hier eben nicht gegen das Bett knallt. Und dann steht hier, wie gesagt, ihr Bett da drin. Oder beziehungsweise hat sie kein Gitter mehr, wie ihr seht. Das haben wir abmontiert, weil die Kleine nie in ihrem Bett schlafen wollte. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wir das Gitter vielleicht abmontieren, ich mich mit reinlege, vielleicht klappt es dann. Und siehe da, sie schläft seitdem jeden Tag in ihrem Bett. Richtig toll. Sie ist auch noch nicht rausgefallen. Wir haben hier noch so eine Bettschlange liegen, damit sie sich nicht so rausrollt. Und hier ist auch, genau, das ist halt schon so ein bisschen, ist das, ja, 6-7 cm. Und daneben hier mit der Bettschlange ist noch nie was passiert. Da haben wir auch noch so eine Bettschlange drumherum einmal. Das heißt, sie ist einmal komplett hier in der Bettschlange eingepackt. Und das passt ihr auch so ganz gut. Wir haben hier noch ihre kleine Kuscheldecke. Dann haben wir hier ihren Schlafsack. Und noch eine Kuscheldecke von Stoff. Kennt ihr, glaube ich, auch schon mit ihrem Namen drauf. Richtig schön. Die hängt hier. Ich zeige euch die nochmal ein bisschen genauer. Hier ist die mit den Wolken drauf. Die ist so schön, die kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Hier mit dem Fell. Und damit kuscheln wir immer hier im Bett. Und genau, das habe ich immer hier hängen. Dann hat sie hier noch ihr Babyalbum. Da sind so, ja, Babyfotos von ihr drin. Das findet sie so toll, sich das anzuschauen. Deswegen liegt das immer hier, weil wir uns das abends jetzt immer angucken müssen. Und dann haben wir hier noch so ein paar Kuscheltiere. Einmal ihren Hasen, den Bären von Oma und Opa. Und hier noch ihren Hasen. Und hier oben hängt noch so ein Elefant und ihr Mubili, welches sie über alles liebt, mit den Schildkröten. Eigentlich liegt ja auch noch ihre Spieluhr drin, aber die ist mal wieder irgendwo abhanden gekommen. Genau, hier haben wir ja die rosane Wand. Die glitzert auch, wenn die Sonne dagegen scheint. Ich glaube, jetzt könnt ihr das nicht erahnen, aber auf jeden Fall glitzert sie. Das ist extra so eine Glitzerfarbe. Und hier habe ich ja die Birken selber gemalt. Und das finden wir auch richtig schön, also es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier an diesen einen Ast sozusagen habe ich hier noch so einen kleinen Wimpel gehängt. Das fand ich total niedlich, mit so kleinen Augen hier drauf. Fand ich richtig süß. Das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, weil ich liebe das. Ich finde, das sieht so schön aus, wenn das da so am Ast hängt, macht direkt was her. Genau, wir haben hier drüber noch einen großen Baldachin. Das habe ich mir einfach genauso vorgestellt. Also es passt einfach perfekt. Und ich finde, das sieht einfach direkt viel gemütlicher aus. So, das war es jetzt aber auch zur Bettecke. Wir machen weiter. Hier steht ihr Puppenwagen.
Das ist hier so ein ganz alter, antiker Puppenwagen. Richtig schön. Den liebt die Kleine über alles. Hier drin liegt noch ihr Püppchen. Das ist selbst genäht. Und das schiebt sie immer hier den ganzen Tag durch die Gegend. Hier direkt neben dem Bett steht ein Regal von Action. Das habe ich da mal gekauft. Das fand ich total schön, weil die Ecke war noch so leer. Und deswegen habe ich gedacht, kommt hier so ein schönes Regal hin. Und wegen dem Balken konnte man hier kein normales Regal hinstellen. Deswegen habe ich mich hier für so ein Leiterregal entschieden. Ich finde, das passt einfach perfekt. Und Action hatte das gerade im Angebot. Deswegen habe ich das direkt mitgenommen. Ich finde, die Farben passen auch sehr gut. Das mit dem Holz hier und mit dem Weiß. Und genau, da habe ich einfach so ein bisschen Deko stehen. Lia hat zum Glück noch nichts runtergenommen, außer dass sie sich hier immer das kleine Reh nimmt. Aber sonst lässt sie alles noch so stehen. Hier unten haben wir den Babybauchabdruck von uns. Der wurde ja richtig schön angefertigt hier. Richtig schön bemalt. Und hier haben wir ihre Taufkerze. Die hat auch schon ein bisschen gelitten. Aber nicht wegen Lia, sondern ja, weil die mir schon öfters runtergefallen ist, tatsächlich. Dann, wie gesagt, hier ihr Reh. Hier haben wir ihre erste Spardose, beziehungsweise zwei Spardosen. Noch ein Ultraschallbild von ihr. Und hier noch so eine Karte, die wurde selber gemalt für sie. Haben wir zugeschickt bekommen. Und noch eine Rassel. Hier liegt noch ihre Schildkröte mit dem Namen drauf. Hier noch ein Foto mit ihrem Namen drauf. Und hier ist noch ihre Spieluhr. Die ist total schön. Die spielt so eine richtig schöne Melodie und dann bewegen sich die Pferde so hin und her. Und hier in der Lampe habe ich noch ihr kleines Mobile hängen, wo wir einfach nicht wussten, wo das hinkommt. Deswegen hängt das hier. Genau, das ist das Regal. Das finde ich optisch einfach total schön auch. Ich sehe gerade, ihre Wimpelkette ist runtergefallen. Die hängt eigentlich auch noch hier hinter dem Regal. So hängt die Wimpelkette immer. Genau, das finde ich, sieht einfach so schön aus. Das Gesamtbild gefällt mir einfach. Genau, dann geht's hier weiter. Hat Lia schon den Puppenwagen wieder hingeschoben. Und hier steht ihr Tisch- und Stuhl-Set. Das sieht aus wie so ein Haus hier, wie ihr sehen könnt. Und hier ist noch ein Foto von meiner Schwester. Das hat sie für die Kleine gemacht zur Taufe. Und hier unten steht ihre Erinnerungskiste mit ihren ganzen Babysachen drin und eine Tonibox, beziehungsweise ihre Tonibox mit ihrem Lieblingstonigrad und zwar Felix der Hase. Genau. Ja, toll, ne? Weiter geht's hinten in der Ecke. Hier wird es ein bisschen enger durch die Schräge und hier haben wir den Platz trotzdem genutzt für ein Expedit-Regal. Und da ist Lias komplettes Spielzeug drin. Hier haben wir einmal ihre Bücher. Und dann haben wir hier eben so, ja, Krimskrams Spielsachen. Also hier ist wirklich einmal komplett alles drin. Und das wird hier auch täglich ausgeräumt. Oh, danke! Toll, ne? Ein Buch mit Conny. Oh ja, Conny backt, ne? Und direkt neben dem Expedit steht ihr neues Puppenhaus. Das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist richtig schön, das ist von Little Dutch. Und wir haben noch ein richtig schönes Puppenhaus gesucht. Und hier haben wir echt ein tolles Puppenhaus. Außer, dass Lia es schon kaputt gemacht hat hier leider. Ja, aber sonst spielt sie damit echt total gerne. Und sie liebt das da umzuräumen. Da sind ja auch so kleine Möbel dabei. Und genau, das ist auf jeden Fall eine super Investition, weil Lia liebt das Teil. Dahinter steht noch so eine kleine Kiste als Deko mit einem Bilderrahmen, wo kein Bild drin ist. Aber da geht die Kleine auch nicht ran, weil wie gesagt hier das Puppenhaus jetzt steht. Dann steht hier hinten noch ihr Elefant, der große. Und hier ist noch ihre Kuschelecke. Die habe ich jetzt ihr einfach mal gemacht. Und hier lesen wir immer Bücher oder kuscheln einfach so ein bisschen. Und Lia kuschelt hier auch total gern allein und nimmt sich einfach ein Buch und setzt sich hier hin und ja, liest einfach das Buch und schaut sich das an. Hier habe ich noch so eine schöne Ikea-Decke, damit es schön kuschelig ist. Unsere große Krabbeldecke von Stoff ist hier auch mit ihrem Namen drauf, weil die ist dann richtig schön gepolstert. Hier ist dann schön dick und da kann man echt richtig schön kuscheln. Hier seht ihr nochmal das Logo. Ich verlinke euch das aber auch nochmal in der Infobox.
Und da ja, liegen ganz, ganz viele Kuscheltiere und Spielzeug. Und hier noch ihre große gehäkelte Schildkröte. Genau, ist auch eine richtig schöne Ecke hier. Dann steht hier ihr Motorikwürfel, der auch, ja, der auch immer noch fleißig benutzt wird, auch von Little Dutch mit ihren Daten drauf. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Wir lieben den nämlich einfach, beziehungsweise Lia liebt den. Und der steht hier immer, weil ich finde, das sieht auch einfach optisch sehr schön aus. Genau, und dann kommen wir hier auch zu einer meiner Lieblingsecken, und zwar ihre Garderobe und ihr Wickeltischbereich. Und ich finde, diese Garderobe ist so schön. Ich wollte die ja unbedingt haben, habe dann aber ja vor einer längeren Zeit überlegt, ob ich sie weggebe, weil sie mir doch zu groß war und ich nicht wusste, wohin damit. Jetzt habe ich aber doch eine schöne Lösung hier gefunden. Ich finde, das macht ein schönes Gesamtbild. Und genau, die haben wir hier auch in Rosa gewählt. Und da hängen jetzt ihre ganzen Jacken dran und hier an der Seite hängen ihre Halstücher. Und unten drunter stehen meistens ein paar Schuhe. Da fehlt schon der zweite, weil Lia das alles immer durch die Gegend trägt. Auch die Jacken werden da runtergenommen und so. Aber ja, ich finde das so eigentlich total schön. Und hier unten steht noch ein Regal, das muss noch an die Wand gemacht werden. Und ihre Garderobe, das muss auch noch an die Wand gemacht werden. Aber da müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier machen mit der Birke. Genau. Jetzt geht's aber weiter. Und zwar habe ich hier noch einmal ihren Traumfänger hängen. Und ich liebe den, Leute. Der ist so schön. Der macht so viel her und passt hier einfach so gut ins Zimmer. Und passend dazu in den gleichen Farben, seht ihr das, haben wir noch so einen kleinen Regenbogen hängen. Das finde ich, ja, passt ja auch richtig gut an die Seite. Macht nochmal einiges her. Und hier haben wir jetzt noch ein Mobile. Das wollte ich eigentlich über den Wickeltisch hängen, aber da haben wir eins. Deswegen hängt das jetzt gerade erstmal hier. Das ist auch so schön hier mit so kleinen Regenbögen. Das verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Und hier mit so kleinen, ja, wie nennt man das? Hier hat Lia leider schon zwei abgerissen, wie ihr seht. Aber wirklich auch ein sehr, sehr schönes Mobile. Und dann kommen wir zur Wickeltischecke. Und das ist auch eine meiner Lieblingsecken. Ich glaube, das liegt einfach an diesen Birken. Sieht einfach so schön aus. Und hier seht ihr auch passend zum Bett den Wickeltisch. Und der ist auch richtig schön groß. Da haben wir auch alles untergekriegt, was wir so brauchen. Ihre Wickelauflage mit dem richtig schönen Bezug hier. Nochmal eine extra Wickelauflage, damit man diese Unterlage nicht immer waschen muss. Und hier liegt noch so ein Kissen. Das habe ich hier schon immer liegen, damit sie sich erstens hier oben nicht den Kopf stößt und zweitens liegt sie dann immer schön bequem, wenn wir sie wickeln. Und hier oben hängt, wie gesagt, auch noch das eine Mobile. Und hier soll ja eigentlich noch das Regal hin. Mal schauen, ob es überhaupt noch hingehängt wird. Genau, hier habe ich einfach so ein paar Pflegeprodukte und so, Waschlappen, und hier liegen Socken, die keinen Partner haben. Aber ich glaube, zum Video habe ich schon mal, zum Wickeltisch habe ich schon mal ein Video gemacht, wo ich was aufbewahre, etc. Und dann steht hier das Gitter von ihrem Gitterbett, weil wir es jetzt vor kurzem abgebaut haben, und ja, außerdem steht das hier. Und da dran hängt der Wetbag für die Stoffwindeln. Und dahinter steht noch die Babywanne von unserem Kinderwagen. So, und dann kommen wir auch schon zum Kleiderschrank und damit das letzte Teil in Lias Zimmer. So sieht das Ganze so aus. Da oben drauf liegt einmal ihr Fußsack und drei Kisten mit zu großer Kleidung und zu kleiner Kleidung. Und das da ist auch noch schon zu klein. Also die beiden sind zu klein. Es wird aufbewahrt für Baby Nummer 2. Und das ist schon noch zu groß, genau. So, und das ist ihr Kleiderschrank. Dazu mache ich auch nochmal ein extra Video, aber ich gebe euch einmal so einen kleinen Einblick, wie das hier drin aussieht. So, aber einmal ganz genau erzähle ich das nochmal in einem Video. So, das ist so die Rumpelecke. Und hier auf dieser Seite sind eben ihre Klamotten. Ganz schön voll, weil wir gerade frisch gewaschen haben. Genau. So sieht das aus. Und hier unten sind auch noch so zwei Schubladen mit so ein paar Sachen, die man einfach nicht so häufig benutzt. Genau. So sieht das aus. Und
Und dann sind wir auch schon wieder an der Tür. Das war also Lias Kinderzimmer, beziehungsweise ja auch schon Kinderzimmer, kein Babyzimmer mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und den Daumen nach oben geben. Und falls ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare, woher irgendwas ist. Vielleicht finde ich das noch heraus. Alles, was ich finde, schreibe ich euch unten in die Infobox. Dann könnt ihr da schauen mit Links und so, falls ihr irgendwas Genaues sucht. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!